Sag doch mal, wie sind so die nächsten Ziele für die nächsten Jahre? Also ich habe gelesen, ungefähr, ihr habt 400 Mitglieder, wird es davon gesprochen, Oberliga mal anzustreben. Was sind so noch weitere Ziele oder Meilensteine für die nächsten Jahre? Sicherlich auch irgendwie ein Stadion oder ein eigenes Falkennest, wie ihr immer Genau. gesagt, zu finden. Wie ist das so seitens Sponsoren? Seid ihr da glücklich? Sagt ihr da, ey, da geht auch noch was? Also kannst du so ein paar KPIs, wie man es im Marketingdeutsch sagt, nennen, wo du sagst, ey, das sind so die Erfolge, wie wir HFC Falk in den nächsten Jahren messen wollen? Ja, also sicherlich ist das Thema Landesliga, bevor die Oberliga kommt, natürlich jetzt erstmal, das soll angegriffen werden, ne? Also, und es geht ja auch einfach darum, sich zu stabilisieren. Ich hatte im Vorfeld gesehen, es hatte jemand gefragt, wann wir denn endlich mal aus der Bezirksliga Nord rausgehen. Da kann ich die Frage schon mit beantworten. Wir haben uns ja mal gefragt, also welche Bezirksliga wir spielen wollen. Und die Nord ist die stärkste und sie hat die schönsten Vereine, das muss man einfach mal so sagen, und die schönsten Stadien. Deswegen sind wir in die Bezirksliga Nord. Und man hat, für uns war der Gedanke, wenn wir dort aufsteigen, dann kann man sich auch in der Landesliga besser und leichter etablieren. Und das wird aber auch ein schwerer Schritt werden. Also es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer aus verschiedensten Gründen. Heimatfindung ist sicherlich ein ganz großes Thema. Ohne eine Heimat mittelfristig wird es nicht weitergehen. Dann werden wir weiterhin mit zwei Herrenmannschaften da umherdümpeln. Also gar nicht so negativ, aber dann geht es nicht weiter. Denn auch gerade im Jugendbereich, heute gab es mal wieder eine Nachricht bei Facebook, wo jemand gefragt hat, Mensch, warum macht ihr nichts im Jugendbereich? Naja, wie sollen wir denn im Jugendbereich was machen, wenn wir nicht wissen, wo die Jugendlichen oder die Kinder nächstes Jahr trainieren? Also es gibt Menschen bei uns im Verein, die da richtig Lust drauf haben. Wir haben ausgebildete Trainer. Also auch da wurde in den letzten Jahren Geld investiert, aber nein, Brille schützt nicht gegen Corona. vielleicht ein bisschen. Und ich glaube, dass da einfach der wichtigste Punkt ist, wenn man weiß, an welcher Stelle man mal über mehrere Jahre hinweg trainieren kann und sich anfangen kann, heimisch zu fühlen, dann kann man im Jugendbereich anfangen. Also eine eigene Jugend ist definitiv einer der nächsten Meilensteine, die gegangen werden. Denn man darf ja auch nicht vergessen, wenn man dann mal in der Oberliga angekommen ist, braucht man ja auch Mannschaften im leistungsorientierten Jugendbereich, wenn man keine Strafen zahlen möchte. Thema Sponsoren. Ihr wart ja auch damals sehr, sehr unzufrieden über die ganze Entwicklung beim HSV. Thema Kommerzialisierung, ne? Wie sich das entwickelt hat. Wie ist das denn, wie wird das denn bei euch gehandhabt? Also aktuell ist die Situation so, also bei uns heißt das so schön Unterstützer. Das war so ein schönes Wort, was wir da gefunden haben. Kein Und Platin-Partner, der die fünfte Ecke präsentiert. nein, genau. Und es gibt dort aktuell drei oder vier. Und bisher ist es so, und das ist auch eine Diskussion im Verein, und ich finde es gut, dass es diese Diskussion gibt. Das sind alles Menschen, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir würden gerne was machen. Und dann hat man sich individuell auseinandergesetzt. Es gibt aber auch Stimmen im Verein, die sagen, wir müssen da aktiv werden. Und das ist so ein Thema. Also wir hätten eigentlich im März eine Mitgliederversammlung gehabt, wo wir genau dieses Thema intensiver diskutiert hätten und auch eine Abstimmung innerhalb der Mitgliedschaft getroffen hätten oder innerhalb des Vereins mit der Mitgliedschaft gemeinsam. Denn, also ich kann das für mich sagen, ich sehe das schon so ein Thema kritisch, weil ich glaube einfach, dass wir mehr dafür sorgen sollten, dass wir Mitglieder haben, die an die Sache glauben und uns unterstützen. Das heißt nicht, dass Sponsoren schlecht sind, aber ich möchte sozusagen dieses Abhängigkeitsverhältnis einfach nicht haben. Wie ist denn so eure heutige Sichtweise auf den HSV? Da gab es jetzt ja auch wieder, HSV hat es ja wieder geschafft, in einer Krise nochmal eine eigene Krise zu inszenieren. Also auch unglaublich. Trotzdem macht es aber natürlich auch keinen Sinn, so ein Thema oder so einen tiefen Graben, den man dann hat, auch weiter noch zu verschleppen oder da irgendwie darüber zu kehren, sondern lieber klare Kante. Wie sehr verfolgst du das Ganze noch oder auch ihr im Verein und wie seht ihr das? Ja, also ohne da jetzt irgendwo nachtreten zu wollen, sicherlich war am Anfang ein gewisser Graben da, der aber auch natürlich, auch da sind wir nicht ganz unschuldig dran. Also wir als Verein haben uns offiziell da immer sehr neutral verhalten. Ich habe mich bei unserem ersten Spiel sehr darüber gefreut, dass es Erfolgswünsche seitens der HSV-Presseabteilung gab. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch Mitglieder, die ja auch deutlich kommuniziert haben, dass sie dem HSV nicht das Schwarz unterm Fingernagel gönnen. Das ist dann Meinung der einzelnen Mitglieder. Aber das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass das Verhältnis das vermeintlich Beste ist. Und ich weiß auch, dass Leute, die heute mit einem Falke-Shirt zum HSV gehen, sich auch immer noch mal wieder was anhören müssen. Insgesamt
muss ich halt sagen, also ich hatte da eine schöne Zeit und ich kann da auch mal was zu sagen, aber das muss ja nicht immer gleich negativ sein. Leider bietet einem der Verein ja oft genug Anknüpfungspunkte, auch darauf aufzuspringen, aber... Ja, du, auch wenn ich was Positives über einen anderen Verein sage, dann muss ich mir auch von einigen Leuten anhören, das kannst du nicht machen. Wenn ich mal so, ja klar, ich bin die Präsidentin eines vielleicht nicht ganz normalen Fußballvereins, aber es, trotzdem kann ich auch anerkennen, dass andere Vereine, die ich grundsätzlich nicht so mag, trotzdem auch mal gute Arbeit leisten. Sag mal, es gibt doch einen Verein in England, in Manchester, die ja auch quasi, ich glaube, von United-Fans aus gegründet worden sind. Wie ist denn da der Dialog und Austausch mit diesem Verein? Also gibt es da was? Es gibt, ist das irgendwie, also, gibt es ja, da also eine Beziehung? Ja, also wir haben die ja besucht, bevor unser Spielbetrieb losgegangen ist, um einfach mal zu sehen, was da so passiert. Und da gab es eine Frau, die mich angesprochen hat, die auch dort im Umfeld tätig ist. Und die meinte so, wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns, weil wir haben Fehler gemacht, die müsst ihr nicht machen. Und dadurch gibt es da immer noch mal wieder den einen oder anderen Austausch. Es gibt jemanden, der über eine Fanorganisation, die heißt Supporters Direct, in England, hier in Deutschland tätig ist. Der Mann ist eigentlich Schalke-Fan. Aber immer wenn es irgendein Thema gibt, wo Falke mit aktiv werden kann, dann spricht er uns auch an. Und wir holen uns da auch an manchen Stellen immer wieder mal Rat. Weil, also klar, ich finde das Projekt City of Manchester immer noch super. Nichtsdestotrotz machen die Dinge, die würden wir nie machen. Das liegt aber auch einfach daran, dass das eine ganz andere Kultur ist, wie die mit anderen Dingen umgehen. Also meines Erachtens haben die zum Beispiel zu viele Sponsoren. Ich finde das sehr krass, was sie da machen. An den Spieltagen wird man sehr häufig um eine Spende gebeten. Das ist alles okay, aber das ist nicht so unser Ding. Also wir sind da eher ein bisschen konservativer, vermute ich mal. Was war denn so dein schönstes Erlebnis mit dem HSV, die schönste Anekdote? Das war, die Frage war ja auch explizit auf Auswärtsfahrten bezogen. Die schönste... Ich musste in Biarritz in einem Fiat Panda schlafen, auf der Rückbank, wo meine Füße raushingen, weil wir zu geizig waren für ein Hotel. Und das war völlig egal, weil ich war selig beduselt von einem 1-0-Sieg in der Champions League Quali. Es war ein toller Tag. Ich habe danach im Mittelmeer gebadet. War okay. Sehr geil. Sehr geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.